Die Bundesliga startet in ihre 56. Saison. Das Eröffnungsspiel der neuen Saison findet am 24. August am Freitag um 20.30 Uhr beim FC Bayern statt. Die TSG Hoffenheim ist zu Gast beim Meister. Es ist das 17. offizielle Eröffnungsspiel seit 2002. Noch nie hat ein Meister das Eröffnungsspiel verloren. 13 Siege und 3 Unentschieden stehen zu Buche. Der direkte Vergleich spricht ebenfalls für die Bayern. 20 Spiele, 13 Bayern-Siege, 5 Unentschieden, 2 Hoffenheim-Siege, 44 zu 17 Tore. Interessanterweise konnten die beiden Siege der Hoffenheimer gegen Bayern ausgerechnet unter dem gebürtigen Bayern Julian Nagelsmann eingefahren werden. Der hat gegen Bayern nur ein einziges Mal aus 4 Spielen verloren und 2 Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In 10 von insgesamt 20 Spielen führte Hoffenheim sogar gegen Bayern, konnte dabei aber nur 2-mal gewinnen. In den restlichen 8 Spielen gab es 5 Niederlagen und 3 Unentschieden. Bayerns neuer Trainer Niko Kovac konnte als Trainer noch nie gegen Hoffenheim gewinnen, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen. 2 Argumente dafür, dass es dieses Mal für Kovac gegen Hoffenheim klappt, sind Arjen Robben und Robert Lewandowski. Beide trafen gegen Hoffenheim bereits 5-mal. Das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2018-2019 am Freitag, den 24. August um 20.15 Uhr live im ZDF.